Willkommen auf unserem Kanal, willkommen beim Sockelshop. Ganz neu gibt es aus der Diesel Kids Serie die Figur mit dem Namen Ivory. Jetzt nicht nur im Maßstab 1 zu 16 und 1 zu 24, sondern auch im Maßstab 1 zu 9. Und das ist dann schon ein richtiges Prachtstück, wenn man hier mal so guckt. Natürlich. In dem Maßstab, die Details, die kommen hier noch mehr zur Geltung. Also man kann wirklich ganz klasse sehen, wie sauber die gedruckt ist. Ja, zum Thema gedruckt, diese Figur ist 3D gedruckt. Man hat dadurch eben noch an einigen Stellen, so wie hier am Rückenbereich, kleine Pünktchen, die versäubert werden müssen. Die rühren her von der Stützstruktur. Die kann man aber ganz einfach mit ein bisschen Schleifpapier entfernen. Die Ivory im Maßstab 1 zu 9 setzt sich zusammen aus insgesamt 1, 2, 3, 4 Bauteilen. Ich zeige die mal der Reihe nach dicht in die Kamera. Wir haben hier den linken Arm der Figur. Die hält hier ja, eine brachiale Waffe. Und auch Details ohne Ende. Da freut sich der Figurenmaler nachher, weil nichts macht mehr Spaß, als eine tolle, detaillierte Figur zu bemalen. Wir gucken uns den rechten Arm der Figur an. Ja, wieder Details ohne Ende. Und die hält hier in der Hand ja, eine Sense, die die besten Tage hinter sich hat. Jeder Bauer würde fluchen. Aber hier für unsere Figur eigentlich top. Ja, wir dürfen nicht vergessen, diese Figur ist natürlich Fantasy und ist so anzusiedeln im Steampunk-Metier. Ivory bekommt noch einen wunderschönen Hut. Ein Zylinder mit dieser typischen Steampunk-Brille. Vielleicht nochmal zur Größe dieser Figur. Maßstab 1 zu 9 sagt ja nun nicht unbedingt jedem etwas. Die Figur, die ist nachher, wenn ich das hier so auf dieser Skala von der Bastelmatte richtig ablese, fast schon 24,5, 25 cm groß. Also wirklich absolute Prachtstück. Viel zu groß, um sie hier komplett im Bild zu haben. Ja, das soll es gewesen sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Bauen und Bemalen und bis zum nächsten Mal. Ciao.